Ich hatte mir vor dem Urlaub aus dem Internet ein Insolvenz- oder Konkurspaket bestellt mit Markenartikeln. Jetzt komme ich wieder und das Paket ist da. Damit ihr seht, dass das kein Fake-Video ist, es ist noch original verpackt. Ich mache es jetzt für euch mal auf. Also wie gesagt, das sind diesmal Lebensmittel und Hygieneartikel. So habe nur kurz eben die Lasche entfernt, weil die hat mir letztes Mal schon die Kamera weggehauen. Gut verpackt. Von Funny Frisch Erdnussflips. Und dann von der Firma Santa Maria. Das sind nachhaltige Lebensmittel. Tortilla Wraps. Zwei Packungen. Ich gehe später nochmal gesondert auf die Produkte ein. Ich hole jetzt erstmal alles raus. Dann von Cadbury, das ist meine Lieblingsmarke aus England. Die hat meine Freundin mir immer aus dem Intershop mitgebracht. Lecker. Mustelinchen für die kalte Jahreszeit. Dick, aktiv, Hustenbonbons mit Eukalyptusgeschmack. Von Haribo. Pearl-Kugeln. Also wie gesagt, das sind alles Markenprodukte. Von M&M die 425 Gramm Packung, das ist die riesige, diese Crispy. Lecker, lecker. Dann habe ich hier von Dr. Oetker My Sweet Table Mini-Gugel-Hupfe mit Nussgeschmack. Also diese Papierschnipsel sind lästig. Die Rechnung von Lind, diese 500 Gramm Riesenpackung Pralines. Sehr schön, oder? Alles leckere Pralinchen. Dann habe ich noch mal von Cadbury Dark Milk Schokoriegel, zwei Packungen. Von Hübchen ein Dreierpack Sensitiv Feuchttücher für sehr empfindliche Haut. Inhalt pro Packung 52 Tücher. CD, ich lasse an meiner Haut nur Wasser und CD, drei verschiedene Seifen. Noch eine Riesentüte M&M's Crispies. Blender mit Zahnpasta. Cool und fresh. Und zum Schluss von Balsen ein Eierlikörkuchen. Ich mache mal hier Platz und dann kommen wir zu den Preisangaben. Bis gleich. Am besten, ich stelle euch jetzt jedes Produkt einzeln vor und dann sage ich euch die Preise. Also der Tisch ist gar nicht groß genug. Das war ein 9 Kilo Paket, ziehen wir 1,5 Kilo an Verpackung ab, sind es immer noch 7,5 Kilo an Lebensmittel und Hygieneartikel. Fange ich mal mit den Hygieneartikeln an. Das ist hier die BlenderMate Cool Fresh Zahnpasta. Die Verpackung, da ist nichts dran. Haltbar bis 1,22. Dafür habe ich bezahlt 68 Cent. Und die kostet im Laden bei DM 2,49 €. Dann habe ich hier die verschiedenen Seifen. An meine Haut lasse ich nur Wasser und CD. Da ist auch nichts dran. Als wenn ich sie gerade frisch aus dem Laden gekauft hätte.
Halbpackers Datum bis 11.22. Dafür habe ich bezahlt. Ich muss mal kurz schauen. 39 Cent pro Stück. Die Kosten im Laden 99 Cent. Dann habe ich einmal hier das Dreierpack Bübchen Feuchttücher, extra weiche Feuchttücher, sensitiv. Da sind pro Packung 52 Stück drin enthalten. Also ich glaube, die laufen auch nicht ab. Und auch super verpackt. Mal schauen, was die kosten. Dafür habe ich bezahlt 1,49 Euro und im Laden kosten die 3,99 €. Also die Hygieneartikel haben sich schon mal super gelohnt. Dann, womit mache ich jetzt weiter? Der Kuchen von Balsen. Eierlikör-Rührkuchen. Dafür habe ich bezahlt 80 Cent. Der kostet im Laden 1,69 €. Das war der preisgünstigste, den ich gefunden habe. Dann hier. Funny Frisch Erdnussflips. 200 Gramm Beutel. Haltbar bis 29.12.21. Da habe ich pro Tüte 80 Cent bezahlt. Die kosten im Laden 1,69 €. Ist auch schon mal nicht schlecht. Dann haben wir hier die Riesenbeutel, 425 Gramm M&M's Crispies. Lecker, lecker. Mal gucken, wie lange die haltbar sind. Bis 22. 28.04. Davon habe ich mir zwei Beutel bestellt. Mal schauen, was die gekostet haben. Ein Beutel 1,99 Euro. Die kosten im Laden 4,98 Euro kosten diese Riesentüten M&M's. Ah, machen wir hier mal mit den Riesen Lindpralinen. Das sind, da ist nichts dran. Die sind eingeschweißt. Die Zierschleife ist noch dran. Das sind 500 Gramm. Das weiß ich auch auswendig. Die kosten im Laden so um die 25 Euro, je nachdem, wo ihr die kauft. Da habe ich, glaube ich, 5 Euro für bezahlt. Das ist doch echt der Hammer. Ich dachte schon, ich kriege Matschware oder zerdellte Kartons oder was auch immer. Aber wie ihr seht, einwandfreier Zustand. Nichts dran. Guck mal, der. Für 5 Euro, hallo? Ich guck mal lieber nochmal nach, bevor ich euch da was Falsches erzähle. Da. Lindpralinés, hochfeine Pralinen, 500 Gramm, 5,99 Euro, Entschuldigung. Der 1 Euro, den macht es auch nicht mehr. Dann habe ich hier noch diese Haribo Pearl-Kugeln. Das ist eine 200 Gramm Tüte und ist haltbar bis 9.22. Die haben nur 79 Cent gekostet und ich habe mal im Laden geguckt, da kosten die 1,52 €, die 200 Gramm Beutel. Schnäppchen, oder? Dann habe ich hier noch Dr. Oetker, brauche ich nicht mehr backen, kann mein Mann diese essen. Das sind My Sweet Table Google Hupfs, diese Mini-Teilchen mit Nuss. Die kosten nur 1 Euro das Stück. Und im Laden kosten die 2,49 Euro. Klasse. Super Schnäppchen. Was haben wir denn hier? Habe ich die hier schon gezeigt? Vic Blau. Aktiv Halsbonbons. Vic Hustenbonbons. Biaktiv. Koffein und ohne Zucker. Das ist super. Die haben 29 Cent. Die kosten im Laden 99 Cent. Wo sind denn meine Hustelinchen? Hustelinchen. Lecker.
Das sind diese Goldkehlchen. Haltbar bis 3,22. 150 Gramm sind in diesen Pustelinchen-Bonbons. Mal schauen, was die gekostet haben. 29 Cent die Tüte. Die kosten im Laden auch ab 99 Cent aufwärts. Dann, was habe ich denn noch? Was habe ich denn noch vergessen? Hier. Diese große Cadbury Heroes Edition. Die kosten mindestens 6 Euro. Mindestens. Die habe ich mir schon bei meiner Freundin in Schottland bestellt. Die sind schweineteuer. Mal gucken, was die gekostet haben. Da habe ich für die Box habe ich 2,50 Euro bezahlt. Dann habe ich noch hier diese nachhaltigen Tortilla Wraps von Santa Maria. Die sind auch nicht gerade günstig. Ich glaube 3,49 oder so. Ich guck mal nach. 4,71 Euro kosten die normal. Das ist ja Wahnsinn. Ich habe da 50 Cent für bezahlt. Das kommt bestimmt, weil die aus einer nachhaltigen Produktion stammen. Wie lange sind die denn haltbar? Die sind haltbar bis zum 28.11.2021. Wenn man die schnell macht, super. Für 50 Cent. Dann habe ich noch... Dann habe ich hier noch von Cadbury diese Dark Schoko Riegel. Da hat eine Packung... Hä? Da hat eine Packung 50 Cent gekostet. Die kosten im Laden in England oder in Schottland, wo auch immer, 5,99 Euro. Boah, super Schnäppchen. Also ich bin super zufrieden mit meiner Überraschungsbox aus Markenprodukten. Also ich bin super happy mit diesem Paket. Das ist außer Konkursmasse oder aus Insolvenzverfahren. Ich freue mich, dass ich diese tollen Sachen bekommen habe. Ich kann euch leider nicht den Hersteller sagen, weil ich weiß nicht, ob ich dann Probleme kriege. Ihr müsst einfach googeln unter Markenprodukte Lebensmittel, Insolvenz oder Konkursware. Wenn euch mein Video gefallen hat und diese Produkte natürlich, gebt mir doch bitte ein Like und abonniert mich. Ich würde mich riesig drüber freuen. Nachtrag, ich habe nochmal durchgerechnet. Ich habe über 80 Euro für diese ganzen Sachen gespart. Das ist doch viel Geld, oder? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.